Stau. So. Ja, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also Eisen muss aus der anderen Richtung kommen. Die muss von hinten kommen. Sprach da eigentlich irgendwas gegen? Ja, das eine doofe Lavafeld. Ja, komm. Also du weg, 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 weg. So, du wirst kurzfristig gedreht. So. Dann kommst du jetzt da hoch. Du gehst da rum. Du kommst... Das Wasser stört ein wenig. Kommst da durch, gehst da hoch. Nö. Das machen wir jetzt hier komplett hoch. So. So. Eisen. Ah, nee, da ist noch einer. So, flüssiges Eisen ist da. Das heißt, das ganze Ding wird einfach ein nach links versetzt. Und dann passt das auch soweit. Also kommt hier das Fließband später hin. Macht hier einen Knick. So. Und jetzt können wir theoretisch drei superschnelle... So, du hast noch keinen Auftrag. Du brauchst Wasser. So, wie machen wir es mit Wasser? Verhältnis ist jetzt nur so gelöst, dass der eine hier... Du bist falsch. Nee. Du bist falsch rum. Was? Eisen kommt rein, Wasser kommt. Okay. Wasser muss von oben rein, von da. Das heißt, eigentlich sollten wir Wasser anders machen. Wasser kommt von oben. Nicht hier. Sondern hier neben. So. Mach's einfach mal an dem Muster da lang. Ja, so. Da. Na! Keine heiße Lava. Das war nicht so schön. Du. Stopp. Warum? Genau, du gehst darum, darum, darum. Dann musst du hier nach oben. Ich mach dich aber mal so. Dann brauchen wir nur ein paar normale Rohre. So, Wasser kommt. Wasser geht. Wasser kommt. Wie krieg ich das Wasser denn nach da? Ist doch alles Humbug. Humbug, sag ich euch. Ja, wir könnten das flüssige Eisen so machen. Aber das klappt nicht, weil wenn ich die nächste Zentrifuge dann hier hinstelle, ist... Oh, das könnte sogar aufgehen. Warte. Ich brauche noch so ein... Ja, 25. Habe ich erwähnt, dass es teuer ist? Und ich brauche unbedingt grüne Chips. Ich habe keine Lust, die alle jetzt selber herzustellen. Also gib mir das ganze Zeug da. So, jetzt bau eine Forge, richtig? Ja. Da haben wir noch einen Blast Furnace. Der muss dann gleich hier irgendwo hin. Also das ist ziemlich viel Friemelarbeit. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu langweilig, aber ich habe das halt noch nie gemacht. Aber es sollte dann am Ende möglichst... Wow. Gut laufen. Sieht jetzt schon gut aus mit dem Eisen. Ja, das könnte platztechnisch problematisch werden. Wenn wir die hier weiter nach oben stellen und die nach da... Also ich werde das einfach komplett einmal pausieren müssen. Und dann die Bahn anpassen und dann, ne? Das müsste auch soweit okay sein, weil wir haben... Ah, die schnüffeln nicht mehr. Sehr gut. Wir haben momentan eine recht ruhige Phase. Wir werden nicht mehr angegriffen. Forschung ist am Rumdümpeln, weil halt blaue Tränke ein bisschen fehlen. Also könnten wir uns das sogar leisten. So, Forge ist gleich fertig. Und du kriegst hier gefälligst einen besseren davon. Du bist da im Weg, aber das können wir jetzt nicht ändern. Hast du noch 12.000 Lava. Scheint recht viel zu sein. So, genau, du bist fertig. Du... da.
So, da, oh, das geht doch sehr gut auf. Das heißt, Wasser wäre dann so. Das hier ist aber noch unglücklich gelaufen. Okay, du musst ein bisschen weiter runter. Das heißt, du gehst jetzt ein Feld weiter, kommst du raus. Dann gehst du nach da, gehst du nach da und den Rest machen wir dann über die anderen Leute. So, so, du weg. Dann gehst du hier gleich wieder runter. Da wieder hoch und hast dann hier einen Zugang wieder für Wasser. Aha, oh. Ich sehe das nächste Problem. Die Lava da sollte sich nicht mit dem ganzen Gedöns da verbinden. Runter. Ja, die wird sich hier trotzdem einmal verbinden können. Aber da muss ich das Wasser halt unterirdisch laufen lassen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass hier die Stellen sicher sind. Da kommt Wasser. Da kommt Wasser und der Rest kann ja wieder unterirdisch sein vom Wasser. So. Yo, schaut euch das doch mal an. Sehr, sehr schön. Das macht eine einzige Forge. Warte mal, wo ist unser flüssiges... Ah, wir haben keine flüssigen Eisentanks. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Da kann es dann sich nicht verbinden, richtig, mit dem Wasser? Glaub nicht. Okay. Nee, komm, das kann ich nicht bringen. Ich muss irgendwo extern eine bessere Stelle suchen für flüssiges Eisen. Oder ich mache es einfach so direkt, dass es dann sofort verbraucht wird. Aber ich kann momentan nicht gucken, wie viel da über ist, sozusagen. Oh, läuft ziemlich flott. Ich kann allerdings keine Module reinlegen in die Forge. Das heißt... Ah, in den Blast Furnace auch nicht. Das heißt, ich kann da nicht weiter dran rumdrehen. Es sind immer 25% Effektivitätsgewinn. Zumindest was Plattenherstellung angeht. Man kann allerdings auch Zahnräder herstellen. Und dann spart man da wieder. Also man braucht dann nicht eine Platte für ein Zahnrad, sondern 0,75 Platten. Also hat man am Ende 50% Effektivität. Und wenn man das Ganze noch mit Stahl macht und Stahlzahnrädern, dann wird das dann später doch schon besser. Das ist also okay. Also eigentlich bräuchte man eine Anlage mit Electric Furnacen, die Eisenplatten herstellen für die Chips zum Beispiel. Und dann bräuchte man eine Flüssigeisenanlage, die dann Zahnräder herstellt, Stahl herstellt, Stahlzahnräder und so weiter. Aber na gut. So, du kommst schon gar nicht mehr hinterher mit dem Ablegen. Weil die hier auch noch alle arbeiten. Das heißt, die könnte ich jetzt doch alle schon mal abmontieren, oder? So. Das hier alles weg. So, das heißt, die ganzen Furnace arbeiten jetzt nicht mehr. Es arbeiten nur noch die Flüssigdinger. Und die werden nur von einem einzigen Ding hier betrieben. Das ist Hammer. Du brauchst schnellere Ärmchen. Du kriegst jetzt ganz schnelle Ärmchen. Da, drei Stück. Mach mal das da alles weg. Wusch, 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 wusch. Kommt die Lava überhaupt hinterher? Das wundert mich gerade ein bisschen, weil das sah so wenig aus. 41,0. Es wird ganz langsam weniger. Aber wenn wir noch einen zweiten davon hinbauen würden, dann müsste es eigentlich hinhauen. Ja, also das kommt auf die Liste für die nächsten Folgen. Der zweiten Lava-Händler und ein gutes Muster überlegen für die Lava-Händler. Weil wir müssen es ja stufenweise noch weiter erhöhen. Und eventuell das ganze Ding und die ganze schöne Lava einen nach rechts verschieben. Aber nee, das sind volle Tanks mit Lava, das kann ich nicht bringen. Das wird... Nee, ist okay. Ja, das hier alles weg. Dann gucken, wie ich denn hier einen zweiten Einschmelzer aufbaue. Weil der eine Blast Furnace wird das, glaube ich, nicht durchgehend alles betreiben können, oder? Das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Das könnte er schaffen.
hätte gerne hier Tanks, warte mal. Ja. Du von da nach da. Du von da nach da. So, das heißt, du bist einfach nur ein Puffer. Der sich ziemlich schnell füllt. Ja, okay. Und das Eisen staut sich komplett überall. Ich habe keinen Treibstoff. Das ist mir momentan eigentlich gerade ziemlich egal. Tut mir leid. Ich bin nur verdattert, dass wir jetzt zu viel Eisen haben. So instant. Okay, das will ich unbedingt auch für Kupfer haben. So, also hier zerstören erstmal. Alles Alte abreißen. Platztechnisch umdenken. Neu aufbauen, dann Kupfer alles abreißen, Kupfer neu aufbauen. Ja. Ja, das wird ein ganz schönes Gewusel. Aber so viel Platz ist das dann gar nicht. Es ist nur anders als sonst. Ich bin es halt gewohnt, mit diesen Electric Furnaces zu arbeiten. Und da hatte ich mein Muster schon im Kopf und wusste genau, wo ich alles hinsetze und so. Aber das klappt hier halt einfach nicht. Wir brauchen momentan echt nur ein von den Furnaces und keine 12 Electric Furnaces. Nee, und doch, Blast Furnace. Kein Electric Furnace. Okay. So, weg. 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 Ich hatte aber einen zweiten Blast Furnace gebaut, ne? Genau, den könnten wir dann testweise hier oben hinsetzen und gucken, wie das aufgeht. Weil da wird bestimmt auch irgendein Muster sein. Weil der Macher vom Mod ist ja selber auch Factorio-Spieler. Und jeder Factorio-Spieler legt sich Muster an. Normalerweise. Weil wir da alle so ein bisschen geprägt sind. Das heißt, auch er wird irgendein Muster haben, muss es nur rausfinden. Das heißt, wenn ich jetzt so mache und dich auf Eisen einstelle, dann pumpst du es auch da rein. Ja. Das da ist 1600er Lava. Die von da hinten kommt. Ja, ich muss einfach nur hier ein Rohr legen. Und das Ding läuft. Mit noch mehr hier. Ich kann da sogar 5 ransetzen, ne? 4? Ne, 5. Ja, gut. Also jetzt haben wir wirklich zu viel Eisen. Ich will unbedingt... Haben wir nicht MK2-Tank? Bau bitte einen MK2-Tank voll mit flüssigem Eisen. Ich will später MK3-Tanks voll mit flüssigem Gold haben. Kann mich da bitte jemand dran erinnern? Oh, passt hier viel rein. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das heißt, das wird alles jetzt schon mal verpuffert. Das ist unser wichtigstes Gebäude momentan. So, und die zwei schaffen das, dass da alles... Ja. Krass. Das ist echt krass. Den ganzen Platz hier brauchen wir gar nicht. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal so ein Ding für Kupfer und dann sind wir damit durch. Dann haben wir momentan zumindest keine Ressourcenprobleme mehr. Krass. Echt krass. Okay. Ja, wo kommen die hin? Hier, ne? Ja. Das heißt... Das Eisen steht falsch. Ja. Tut mir leid, Eisen. Ich muss dich mal wieder umbauen. Du kommst von hier unten. Und das Kupfer kommt von hier unten. Ja, das ist jetzt falsch. So, und du musst hier einen längeren Weg nehmen. Damit ich genau auf der anderen Seite hier die Kupferblasfurnace hinsetzen kann. So, weg, 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 weg. Die verwirrt mich nur. Oh, und ich brauche eine neue nicht Eisen. Stahl, 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 Craft. Was? Stahl, Stahl, Stahl,
Craft. So. Du darum, du darum, du darum, du darunter, du darunter. Hier unterirdisch wird es eventuell nicht hinhauen. Ne, okay, dann ein schnelleres unterirdisches Ding. Da, falsch rum. Ja, sehr gut, das passt. Du da lang. Stirb. Du bist falsch. So, das wäre jetzt Eisen. Und hier drauf kommt später Kupfer. Und hier kommen die Blast Furnace in. Und dann irgendwo hier ganz hinten kommen dann die... Nee, das müssen wir anders irgendwie hinbekommen. Die da müssten eigentlich viel weiter nach da. Eigentlich könnten sie doch direkt hier ran, oder? Ja, könnten sie. Weil wir brauchen nur die zwei. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mehr als die zwei brauchen, um unsere Eisenproduktion zu decken, oder? Aber wir haben ja schon 5000 Eisenplatten da im Vorrat. Nee, mehr, weil wir brauchen nur 0,75 flüssiges Eisen für eine Eisenplatte. Ja, und sonst könnten wir hier unten noch weiter expandieren. Also ich denke, ich werde einfach die jetzt hier abbauen wieder. Was ein bisschen schade ist, weil die Friemelarbeit war gar so toll. Und werde sie dann hier ransetzen. Dass das Fließband mit dem Eisenerz nur bis hier läuft. Das Fließband mit dem Kupfererz nur bis hier. Und dann oben drauf hier der Forge-Bereich gleich ist. Das heißt, ich setze mal dich ab zur Demonstration. Du kommst dann so dahin. Du stellst bitte Eisenplatten her. Und du bekommst Wasser von oben. Und flüssiges Eisen von der Seite. Also wir müssten jetzt nur hier wie so ein Untergrundding hinstellen und das nach da bappen. Und dann können wir die Rohre hier auch beibehalten. Das ist okay. Und dann kommt hier das Fließband, das dann da oben angeschlossen wird für die Lebenslinie. Sauber. Sauber, 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 sauber. Also das finde ich richtig schön. Hat zwar jetzt eine Weile gedauert, das alles auszuprobieren und hinzuwuseln. Ist auch bei weitem noch nicht perfekt, aber es ist irre mächtig. Irre, irre, irre mächtig. Außer ich übersehe gerade irgendwas tierisch Großes, aber wir haben jetzt überall... Ach du Kacke, was ist da passiert? War das so geplant? Hier ist irgendwie gemischt Eisen und... Das ist nicht gut. Ich resette mal ganz kurz das System. Mal gucken, wo der Fehler ist. Nicht in den Untergrundpelz verstecken. Ja, ich sehe dich. So, Kupfer, 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 Kupfer. Eisen, 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 Eisen. Genau, hier müsste nur... Ah. Das Kupfer will damit drauf. Das darfst du nicht, Kupfer. Du brauchst hier einen Splitter. Und dann brauchst du... Oh, warte, du brauchst den Splitter ein bisschen weiter vorne. Du brauchst da ein Untergrundbelt. Du brauchst da einen Splitter. Du brauchst nur da das da. Ah, das geht nicht. Okay. Du brauchst noch weiter vorne einen Splitter. Dann muss das alles mal aufgesammelt werden, weil es total grässlich aussieht. Und dann machst du so, so. Das ändert jetzt gar nichts, oder? Nee, das ändert gar nichts. Sehr gut gemacht, Georgon. Du brauchst jetzt einen Splitter. Oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Warte. Warte, 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 warte. Alles gut. Du gehst einfach weiter nach da. So. Wie weit geht das Untergrundding? Das geht doch bestimmt bis da, genau. So. Also das Eisen kommt schon mal komplett durch und kann dann nach da oben und macht das, was es machen soll. Das Kupfer kommt jetzt... So. Das Eisen kommt jetzt... Oh.
Stör mich nicht, auch wenn du wichtig bist. Geh weg. So, das Eisen geht jetzt nur auf das untere Ding. Und du gehst so und gehst nur auf das obere Ding. War das jetzt so schwer? Nein. Gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo hier unten noch die Fehler sind. Genau, du. Weil dadurch kam auch das Kupfer vielleicht nicht hier an, wo es ankommen sollte. Und das stockt dann und ist nicht so toll. Jetzt sollte das aber soweit klappen. Okay, Eisen ist da, Kupfer ist da. Alles läuft, alles dreht sich, alles funkelt. Super. Okay. Was wollte ich jetzt? Genau, Forschung. Forschung, das haben wir. Das heißt, wir dürfen uns gleich um noch mehr Rohre kümmern wegen dem Öl. Yay. Was haben wir hier? Hier haben wir die komischen mit anderen Metallarten. Die brauche ich, glaube ich, noch gar nicht alle. Hier haben wir Liquid Tungsten. Da brauchen wir Tungsten Ore für. Ich habe keine Ahnung, wo wir Tungsten Ore hinbekommen. Also auch erstmal uninteressant. Ich nehme Akkus. Ganz normale Akkus würde ich gerne erforschen. Und wir haben gerade nicht mehr genug Brennmaterial, um mehr Mauern herzustellen. Das ist völlig okay, weil ich will auch gerade gar keine Mauern. Steine sehen ein bisschen mau aus, aber ist okay. Gut, also jetzt erstmal eine kleine Pause für mich. Und in der nächsten... Das sieht so geil aus. Also, und in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass das jetzt alles verschoben wird. Dass das hier abgerissen wird und wir dann nochmal 2 Blast-Furnace für Kupfer haben. Und 2, 3 Forges ebenfalls für Kupferplatten. Und dann müsste es mit Kupferplatten ähnlich voll toll aussehen wie mit den Eisenplatten hier. Also bis gleich.